Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen, ich bin Daniel Reuner. Wir befinden uns hier im Garten von unserem Flairhotel Reuner in Zossen. Wir machen sehr viel selber im Garten und deshalb haben wir uns auch ein Gericht ausgesucht, was wir komplett aus dem Garten geerntet haben. Wir werden heute einen Lammspieß mit unserem Partisan-Gemüse aufspießen und dann machen wir so eine kleine gebratenes Gemüsepfanne und ein Kartoffel-Karotten-Rösti dazu. Beim Lammspieß, das heißt, wir haben frisches Lammfleisch in kleine Würfel geschnitten. Die haben wir jetzt parallel in so ein Thymian-Rosmarin-Öl eingelegt, einfach, dass es ein bisschen weicher wird. Beim Spieß ist der Vorteil, wenn wir gleich aufspießen, das Fleisch nicht direkt alles auf der Bratfläche haben, sondern nur Teile davon und dass es dann langsam nachziehen kann. Das Gemüse sorgt dafür, dass es auch ein bisschen fruchtig bleibt. Und dann machen wir jetzt immer ein Stück Fleisch dazwischen. Man kann auch Tomate oder Paprika nehmen, wobei Tomate immer ein bisschen zu weich ist, ist zu schnell gar. Bei dem Partisan ist so, dass es immer genau die richtige Gartemperaturen hat, wie das Fleisch. Was wir jetzt als nächstes machen, ist den Kartoffel-Karotten-Rösti. Der ist bei uns auch sehr beliebt. Der geht auch als vegetarisches Gericht sehr gern mit dem gebratenen Gemüse, weil es ja relativ natürlich ist. Was wir jetzt dazu reiben, sind einfach Möhren, um den auch ein bisschen fruchtig zu bekommen. Ansonsten ist es wie so ein klassischer Kartoffelreibekuchen, den man halt verschiedene Arten und Weisen abwandeln kann. Man könnte den auch mit Zucchini oder so machen. Da ist halt nur das Problem, dass die Zucchini oder Tomaten oder so zu weich werden. Und da muss man immer gucken, dass er nicht zu sehr zerfällt. Kartoffel dazu. Da brauchen wir auch gar nicht so viel. Wir werden jetzt alles für eine Person machen. Genauso wie wir den jetzt hier machen, gibt es quasi ein Gericht, das vegetarische. Und aber auch den Spieß haben wir genauso auch mit dem Kartoffelrösti in der Karte, weil es einfach sehr beliebte Gerichte sind, weil die halt auch komplett von dem Waren her aus dem Garten kommt. Die Lämmer stehen bei uns im Garten, fressen das Gemüse und auch das Gemüse wächst ja halt im Garten. Und dadurch haben wir eigentlich da eine schöne Zusammenführung. Wir werden noch eine Karotte brauchen, dass es so ungefähr gleiche Teile sind. Das Schöne ist, die Stärke von dem Kartoffel findet die Sache gleich. Man könnte das jetzt auch rein vegan lassen, dann würde man noch ein bisschen mehr Kartoffel nehmen, dass die Stärke das halt bindet. Jetzt in dem Fall machen wir noch ein Ei dazu, um halt die Bindung durchs Ei zu bekommen. So, und jetzt kommt eigentlich nur noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskat dazu. Den Muskat machen wir mal ein bisschen dazu. Und für die Bindung werden wir noch ein bisschen Mehl dazu machen. Das ist eigentlich so ein, zwei Prisen Salz dazu, dann reicht schon. Und wir werden jetzt nur, um es ein bisschen klebriger zu machen, noch ein bisschen Mehl runterheben, dass die Verbindung ein bisschen da ist. Jetzt muss ich das ein bisschen durchmischen. Also jetzt kann man wahlweise für die Farbe noch ein bisschen Kräuter reinhacken. Wir nehmen einfach jetzt hier so ein Thymian, so ein bisschen Oregano ist noch dabei und so eine Melisse, so ein bisschen fruchtig wird. Man kann aber auch gerne Petersilie, Schnittlauch oder ähnliches nehmen. Bei uns beliebt ist natürlich klassisch Schnittlauch. So, jetzt werden wir parallel so ein bisschen gebratenes Gemüse machen. Dazu haben wir jetzt einfach nur ein bisschen Zwiebeln angeschwitzt in Öl. Das sehen wir schon, bevor es jetzt nicht so schön glasig. Und jetzt kommen die einfach mit dazu. Die lassen wir jetzt nur ein bisschen weich werden. Wir wollen sie nicht durchgaren, sondern nur ein bisschen weich werden lassen. Und der Rest ist im Prinzip, haben wir jetzt ganz einfach nur Tomatenbrei gekocht. Tomatensauce, die aber ein bisschen angewürzt ist, und das reicht im Prinzip schon, um die gleich zu würzen. Die können wir jetzt nicht mit reinmachen, der ist ein bisschen vorgegart. Jetzt können wir hier ein bisschen reinmachen. Und jetzt lassen wir die nur noch mal ein bisschen anziehen und dann ist das im Prinzip schon fertig. Der verbindet sich jetzt ein bisschen. Ist gar nicht viel mit passiert. Also so natürlich wie möglich. Ist auch für uns die Aufgabe, dass man auch das Fleisch so natürlich wie möglich hat, so regional wie möglich, so wenig wie möglich behandelt, am besten noch weiß, wo es herkommt. Und das ist für uns natürlich wichtig oder schön, dass wir die Sachen im Garten haben, so wie jetzt hier auch die Kartoffeln, die Möhren,
Was wir jetzt nicht hier haben, holen wir halt oder kaufen wir beim Bauern im Nachbarort Kartoffeln und Möhren, was jetzt hier ist. Da am liebsten die rote Laura, weil die immer am kräftigsten vom Fleisch her ist. Es gibt eigentlich in vielen Dörfern immer noch die Bauern, die alles, wie man so schön sagt, kleine Straßenverkäufe hat. Da können wir nur empfehlen, die zu unterstützen und auch die Sachen zu kaufen, weil es da wirklich noch ohne irgendwelche Zusätze ist. Alles, was so im Supermarkt ist, eingepackt ist, lange Wege hat, da weiß man immer nicht, ist das auch alles so drin, wie es draufsteht? Oder ist da vielleicht irgendwelche anderen Sachen drin? Also die muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Man sieht schon, wir haben den jetzt einfach nur ein bisschen goldgelb angebraten und lassen den im Prinzip dann nachher ziehen. So, man sieht jetzt, unsere Kartoffeltaler sind schon schön goldgelb. Man kann sie jetzt einfach so rausnehmen, entweder noch ein bisschen bei wenig Temperatur und Ofen durchziehen lassen. Aber man sieht, durch das Ei hat sich schön in einer Masse verbunden. Unsere Pfanne gucken wir jetzt, dass die nochmal schön heiß wird. Bei Fleisch ist immer wichtig, dass es die Haupttemperatur hat. Also idealerweise 180 Grad sollte man schon haben, dass auch die Röstaromen beim Fleisch entstehen, auch beim Lamm. Dann lieber danach ein bisschen runterregeln, aber wichtig ist, dass die Pfanne richtig heiß ist zum Start. Wichtig ist, dass er dann richtig zischt. Also dieses Zischgeräusch ist egal, was man macht, sollte schon immer da sein. Um sicher zu gehen, dass es auch anbrät. Weil wenn es nur am Kochen ist, dann hat man immer nicht so viel Erfolg hinten raus. Dann wird es wieder doch wieder zäh. Und hier verfahren wir ähnlich. Wir braten den einmal ringsherum an. Ich werde ihn jetzt noch mal ein bisschen leicht salzen. Man sieht schon, er hat jetzt die schönen Restaromen dran. Das machen wir jetzt von jeder Seite und lassen ihn dann auch noch mal etwas im Ofen nachziehen, damit er sich langsam durchentspannt. Und der Spaghetti-Kürbis zieht dann einfach ein bisschen mit. Wird dann schön. In der Zwischenzeit hat sich unser Gemüse hier schön miteinander vermengt. Jetzt sieht es sehr schön aus. Man merkt, dass es noch schön bissfest ist, aber trotzdem angegart. Und dann sind wir im Prinzip fertig. Hier ist unser schöner Teller, den wir gerade gemacht haben, mit den Kartoffel-Karotten-Rösti, unseren Lamm-Patisson-Spieß und das gebratene Gemüse aus dem Garten. Ich wünsche Ihnen da viel Spaß beim Essen, wenn Sie bei uns ins Restaurant kommen, oder auch beim Nachkochen, wenn Sie das Rezept gleich sehen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de